Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Until Dawn. Wir machen hier weiter in einem spannenden Abenteuer. Zumindest die letzten paar Teile. Oder letzte Part, glaube ich dann. Wir haben gerade noch schön zwei Wendigos getötet, glaube ich sogar. Wenn der Geist so rumfliegt, ist er, glaube ich, tot. Und hoffe, dass nicht noch mehr auftauchen, ey. Aber ich frage mich gerade, wo Wolfi ist wieder. Weil irgendwie, der weiß schon ein bisschen, wo die sind. Bevor wir die wissen. Ist halt ein Tier, ne? Die wissen das meistens. Okay, wir gehen hier lang. Aber die Explosion hat auch viel kaputt gemacht. Ich glaube, dadurch haben wir viele befreit. Es hieß entweder linken erschießen, rechten erschießen oder was? Gerade in der für euch letzten Aufnahme, Folge und für mich vor 2 Minuten. Aber, mal schauen. Was war das? Ich komme da nicht rein, okay. Hier kommt doch sicher gleich wieder ein Wendigo. Das ist zu ruhig. Fuck. Baller dich auf. Boah. Geiler Move. Verbarrikadieren. Und dann fliehen, genau. Da geht er noch tiefer in den Keller rein. Hey Kumpel! Wolfi, komm! Ist gut. Dann sehen wir uns später, ja? Hoffen wir mal. Wolfi, nein, ich will lieber mit Wolfi mitgehen. Oh mein Gott. Okay, was kann ich hier als anschießen? Oi, 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 oi. Da hat gesessen. Bis ich gewartet habe. Aber was mit Wolfi? Ah, schon wieder Wendigos getötet. Was, er lebt noch? Wieso lebst du noch? Oi, oi, oi. Ja. Scheinbar lebt Jess noch. Die ist auch in der Mine. Ah, ganz toll. Willkommen zurück. Eieieiei. Ich glaube, das ist der beschissenste Urlaub, den die je hatten, oder? Okay, schön zu wissen, dass sie zumindest lebt. Tunnel zum Sanatorium. Okay, Sam, mach mal langsam. Man sollte hier im Team arbeiten. Vor allem, die haben noch nicht mal eine Waffe. Also wenn die jetzt kommen, dann sieht es schlecht aus. Wir folgen die gerade. Wir sind so ein Wendigo. Alter, Sam, mach mal langsam. Die rennt da ja, als wird ihr... Ein Wendigo trinkt ja DDR laufen. Ein Gulli. Ich guck mal hier kurz mal, guck, was da ist. Nichts. Da ist Sam gewesen. Na, gibt's da nur den
Kanalisation. Halt! Hey! Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Okay, dann preschen wir es auf. Oder hebeln es auf. Nee, das ist draußen bei den Wendigos. Und wer geht zuerst? Ladies first, ne? Puller. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? In die Mine. Uiuiui. Hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu, aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Nee, kommt da sicher irgendwas noch, oder? Nein, okay. In der Kameraperspektive, da. Mittlerweile, glaube ich, schon kommt jemand irgendwas. Finde ich zumindest jetzt in dem Moment. Sam? Ja, ich renne einfach mal hier lang. Jetzt rennen sie doch nicht zu zweit, sondern alleine immer. Ich gehe jetzt zum Sanatorium, wir sind in der Mine. Stimme untersuchen, zur Gruppe. Hallo? Ich will nicht noch einen verlieren. Wenn es mehrere Leute da sind, habe ich immer die Möglichkeit, dass einer durchkommt. Also einen will ich mindestens durchkriegen. Oh Gott! Weil wenn ich das Stimme untersucht hätte, dann... kann natürlich ein Fehler sein, weil... Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wie auch? Hä? Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Okay. Bei wem sind wir jetzt? Okay, jetzt wird die Mine gezeigt. Okay, was ist denn hier los? Ih, Matsch. Oh, hey Josh. Uhr. Wie lange noch bis zum Morgen? Klettern, springen, klettern. Das ist wie eine Felswand. Vorsprung, springen, drumherum klettern. Wir klettern mal, eine Kletterpartie. Ui, war knapp. Sieben Kletterverein. Zum Vorsprung. Drumherum klettern. Na, diesmal springen wir. Mal Abwechslung haben hier. Und Satz geschafft.
Ja, okay. Was liegt denn da? Ich wollte eigentlich gucken, was da liegt. Nicht, dass das direkt runterspringen geht. Eieiei. Achso. Das ist die Explosion von Mike. Gehe ich zumindest von aus. Dass sie hier ohne Waffe und so hergeht jetzt. Und dann noch alleine wieder. Hallo? Du bist sehr schlau. Ich halte meinen Controller schon mal still. Na, ich gehe mir hier lang genau. Hoi. Was war das? War es jetzt eine Warnung? Okay, nehmen wir die Schaufel dafür. Eieiei. Ja, eine Schaufel. Auf damit. Ah, aber mit der Waffe. Können wir Bennigus einen runterhauen. Oh, hi. Fettsack. Komm ich. Wow. Fettsack. Hat ihr echt Fettsack gesagt? Der nächste Wendigo, der ledig ist. Okay. Lebendig zum Beispiel. Ja, lebendig ist gut. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Wendigos. Nicht mehr nötig. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Was bisher geschah bei Until Dawn? Wolfie hat überlebt? Ja, nein, keine Ahnung. Was ist mit Matt? Genau. Emily! Die ist tot. Ash. Chris ist auch tot. Es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt. Nicht verlegen. Großer Gott, was ist das? Zapf. Der ist auch tot. Der Fremde. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Fettsack! Oh. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Und da kommt Josh geflogen wieder. Zehn. Reue. Eine Stunde bis zum Morgen. Wirklich nicht mehr lange. Du verwandelst dich irgendwie langsam zum Wendigo. Der Typ da. Oder er sieht tot aus langsamer. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich... Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. So wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen.
Okay, tief atmen, Josh. Der lebt zumindest noch. Bruder Jakob? So nichts. Lasst mich in Frieden! Der hat Hallis. Nein, ihr seid tot! Ihr seid tot! Seid still! Oh nein! Ihr seid tot! Verdammt, es ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Sie werden es. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Nicht mehr. Die Zeit für Josh ist abgelaufen. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Josh, Minen. Ich vertraue euch. Wir dürfen Josh spielen? Ich glaube, wir spielen das erste Mal jetzt Josh, oder? Hi. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, okay, wir gehen weiter. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwöre. Okay, ich will weg hier. Was ist das denn? Ein Schwein. Bam. Dem Schwein voll einen reingehauen. I gedärms. Das noch lebt. Alter, hat der Hallis, ey. Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du uns was tun? Vor allem ist sich einfach nur eine Wand. Hey, Bendigo. Bendigo in Großaufnahme. Oh. Haben lang gespielt. Ding war mal ein Mensch. Ja, vielleicht ein Bergmann. Oder ein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen. Das wäre echt keine Überraschung. Was denn für Scheiße? Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Aber ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Gott sei Dank haben wir die befreit. Und gehen wir noch ein bisschen weiter hier. Das Wasser. Ich gehe nicht durchs Wasser. Zahnbürste. Ah ne, eine Uhr. Beth-Uhr. Okay. Oh Gott. Mike, das ist Beth. Das ist ihre Uhr. Was? Zeig mal. Da, es stand ein Kreuz hier. Also wurde sie hier beerdigt. Und dann ausgegraben. Gehen wir weiter. Ja, was aber als nächstes passiert, oder wo wir hingehen genau, sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr da auch reinschaltet. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao.